Bernd hat gerade seinen ersten Job bekommen. Dort verdient er 3000 Euro brutto im Monat. Doch auf seinem Konto kommen nur 2000 Euro an. Wo ist der Rest? Circa 500 Euro kosten gesetzliche Versicherungen. Weitere 500 Euro sind grob errechnete Steuern und gehen direkt ans Finanzamt. Weil Bernd jedoch schlau ist, erklärt er zum Stichtag seine Finanzsituation, um eventuell zu viel gezahlte Steuern erstattet zu bekommen. Denn manche seiner Ausgaben sind abzugfähig. Zum Beispiel fuhr Bernd jeden Tag 50 Kilometer zur Arbeit. Das kostet ihn jedoch monatlich 200 Euro Benzin. Diese Ausgaben zählen zu den sogenannten Werbungskosten. Außerdem war Bernd einige Wochen krank. Dies kostete ihn diesmal 150 Euro für das Kaufen von Medikamenten. Solche Ausgaben zählen zu den sogenannten Aufwendungen für außergewöhnliche Belastungen. Bernd ist ein Tierfreund, besonders gern mag er Wale. Deshalb spendet er einer Organisation, die sich für die Rettung der Wale einsetzt, jeden Monat 50 Euro. Dies zählt zu den Sonderausgaben. Auf die genannten Ausgaben hätte Bernd gar keine Steuern zahlen müssen. Das konnte das Finanzamt aber gar nicht wissen. Die Steuererklärung hat sich also für Bernd gelohnt, sodass er nun einen Teil seiner Steuern wiederbekommen hat.